3,5 Jahre nach dem starken A Plague Tale Innocence erzählt das mittlerweile auf 250 Entwickler angewachsene Asobo Studio die Geschichte rund um das Heldenduo Amicia und Hugo weiter. Erneut geht es ins spätmittelalterliche Frankreich, das großartig in Szene gesetzt wurde. Das schleichlastige Action-Adventure orientiert sich spielerisch, inszenatorisch und mitunter sogar thematisch an Naughty Dogs The Last of Us-Reihe. Aber kann es auch qualitativ an das übermächtige Vorbild heranreichen? Nach dem technisch beeindruckenden Microsoft Flight Simulator arbeitet Asobo erneut mit einer hauseigenen Engine an A Plague Tale. Und obwohl in etlichen Szenen noch ein deutlicher Unterschied zu den Highlights von Guerilla Games oder Insomniac besteht, zum Beispiel wenn es um die Natürlichkeit von Dialogen oder die Mimik der Figuren geht, beschert uns das Team trotzdem eines der optischen Highlights dieses Spielejahres. Nach dem sehr düsteren ersten Teil entschied man sich für eine Verlagerung nach Südfrankreich. Dort prallen sonnendurchflutete Mittelalterarchitektur und Blumenfelder auf finstere Kerker und Abwasserkanäle voller Kadaver. Erfreulicherweise bedeuten größere Areale und mehr visuelle Abwechslung keinen Abfall beim Detailgrad. Vielmehr sieht A Plague Tale Requiem in allen Belangen ein Stück stärker aus als der Vorgänger. Das betrifft die Kletteranimation der Helden, die wuseligen Rattenmassen oder die Gesichter der virtuellen Menschen ebenso wie die reine Qualität von Texturen, Beleuchtung und Modellen. Die Soundkulisse kann da nicht ganz mithalten. Die deutschen wie die englischen Stimmen der Figuren liefern nur ordentliche Arbeit ab. Und es gibt auch eine französische Tonspur. Sie dürfen dich nicht beherrschen. Die Makula will dich einnehmen, deine Emotionen aufsaugen. Du musst sehr vorsichtig sein. Bin ich. Derweil spielt der Soundtrack vielfach groß auf. Er untermalt ruhige bis stellenweise ausgelassene Szenen, ebenso passend wie sich anbahnende Katastrophen und wird in mancher Actionsequenz zum tosenden Einpeitscher. Ganz hervorragend klappt es, dass man sich als Spieler nie richtig entspannt fühlt. Wann immer die Helden vordergründig unbeschwert die Natur erkunden, da bewahrt man sich ein Rest Skepsis. Zu oft schon haben sich vermeintliche Lösungen als Aufstiegshilfe für die nächste Katastrophe entpuppt. Zu viele Menschen letztlich nur ihre eigenen Interessen verfolgt. Und so sind Misstrauen und Verzweiflung die vordergründig dominierenden Emotionen dieses großen Familiendramas, das von einer großen Geschwisterliebe und einem unbedingten Überlebenswillen zusammengehalten wird. Muss man Teil 1 kennen, um den Nachfolger genießen zu können? Jein. Die Geschichte von Requiem funktioniert prinzipiell auch ohne das Präludium von 2019. Vermutlich entschied sich Asobo deshalb dafür, keine "Was bisher geschah" Zusammenfassung anzubieten. Dennoch gehen einem viele Nuancen in der Beziehung von Amicia und Hugo durch die Lappen. Zudem fehlt das Grundwissen um seine Erkrankung und seine Verbindung zu den Ratten im Spiel. Doch gehen wir einen Schritt zurück zu den Basics von A Plague Tale Requiem. Als Spieler lenkt man die jugendliche Amicia durch Schluchten und Hinterhöfe, durch Werkstattgebäude und über Waldwege. Oft führt sie ihren kleinen Bruder an der rechten Hand und in vielen Szenen sind die beiden auch nicht allein unterwegs. Da ist zum Beispiel Lukas, der Alchemie-Lehrling. Aber auch neue Figuren treten auf den Plan. Das sorgt für Abwechslung, nimmt Schwermut aus dem Abenteuer und hilft in vielen Situationen. Je nach Begleiter dreht er oder sie auf euren Befehl hin Schalter, legt verwirrende Brände oder rettet euch mit Alchemie-Hokuspokus die Haut. Amicia umschleicht viele Feinde, kann aber auch kämpfen. Wie in The Last of Us darf sie mit aufgesammelten Messern einen ansonsten aussichtslosen Nahkampf für sich entscheiden oder ihr körperlich überlegene Feinde zumindest einmal zurückstoßen. Schon beim zweiten Treffer gehen euch aber die Lebenslichter aus. Im Spielverlauf erhält Amicia eine tödliche Armbrust, die Bolzen dafür sind aber recht spärlich gesät, sodass ihr sie nur mit Bedacht einsetzen solltet. Im Gegensatz zu Teil 1 gibt es nun 3 Schwierigkeitsgrade. Auf dem mittleren kommt man meist ohne Probleme durch. Requiem ist wie sein Vorgänger ein in spielerischer Hinsicht recht simpel gestrickter Titel. Das heißt aber nicht, dass ihr euch beim Schleichen und Überleben gar keine Mühe geben müsst.
In den Stealth-Passagen ist das Spiel richtig langsam. Es geht viel um Licht und Schatten respektive Verstecken und gesehen werden. Eine Art Sichtbarkeitsanzeige spart sich das Spiel aber. Helle Flecken am Rand des Bildschirms deuten darauf hin, dass ihr von dieser Seite aus gesehen werden könnt. Icons über den Köpfen der Feinde verraten ihren Alarm- oder Suchzustand. Sie auszutricksen ist leicht, weil sie selten gut suchen und superschnell vergessen. Mit der Schleuder, der Armbrust und befüllbaren Tontöpfen gibt es dreierlei Optionen, eure verschiedenen Alchemie-Gimmicks einzusetzen. Mit der Schleuder zum Beispiel knockt ihr Feinde aus, löscht und entzündet Fackeln und Feuertöpfe oder werft Köder, um Rattenschwärme zu dirigieren. Andernorts nutzt sie das Mittelalter-Multitool, um hängende Dinge herabzuschießen und Mechanismen zu lösen. Oder zum Verstärken einer Feuersbrunst. Dann leuchten die Flammen für kurze Zeit noch heller und schaffen so genau den Meter mehr an Sicherheit vor den Ratten, um unbeschadet zum Ausgang zu gelangen. Requiem nutzt also grundsätzlich ein sehr ähnliches Toolset wie sein Vorgänger, bietet aber mehr Spielraum zum Experimentieren. Das ist willkommen, weil auch die Areale ein wenig komplexer sind als in Teil 1. Szenen, wo Amicia Hugo kurz allein lässt und sich davon beeilen muss, damit er keine Panik bekommt, gibt es nicht mehr. Obwohl es mit seinem Rattensinn und der Option, die Biester an einigen Stellen zu kontrollieren, ein paar zusätzliche, mit den Nagern verknüpfte Spielelemente gibt, sind sie etwas weniger präsent als in Innocence. Wie im Vorgänger gibt es einige Stellen, wo die wuselige Rattenschar ein bisschen billig aussieht. Zum Beispiel dann, wenn ihr sie mit einer Fackel von euch wegdrängt, die sich dann auftürmen und urplötzlich verpuffen. Generell sind sie aber erneut ein starkes Alleinstellungsmerkmal von A Plague Tale. Nur eben eines, das weniger überrascht, weil man es schon aus Teil 1 kennt. Wie zahlreiche Action-Adventure-Kollegen pimpt Amicia ihre Ausrüstung an Werkbänken, die ihr in den Levels findet. Genügend aufgesammelte Werkzeuge und Bauteile vorausgesetzt, könnt ihr dann Schleuder, Bauchtasche, Gadgets und Co. verbessern. Es gibt hier zwar ein paar sinnvolle Upgrades, doch das grundsätzliche Spielgefühl wird kaum angetastet. Sicher, Geschichte und Spielwelt geben es nicht her, dass er mit Amicia seine persönliche Power-Fantasy ausleben kann. Ein bisschen mehr spielerische Weiterentwicklung im Verlauf der 15 bis 25 Stunden hätten dem Abenteuer aber gut getan. Besser macht es die Steuerung. Über die denkt man fast nie nach, was ja meist ein gutes Zeichen ist. Amicia lenkt sich etwas straffer und direkter als im Vorgänger, lediglich das Zielen mit der Armbrust ist etwas zu behäbig. An mancher Stelle wird dem Spieler zu viel Leveldesign nach Schema F vorgesetzt. Bei einer verschlossenen Tür muss man meist nur einmal um die Ecke schauen und mit der Schleuder einen Mechanismus auslösen. Auch die sehr hübsch inszenierten Ausflüge in ein Feldlager oder auf den Markt bieten fast keine Interaktionsmöglichkeiten. So greif- und erfahrbar wie andere moderne Spielwelten wird das virtuelle Südfrankreich daher nie. Sammelgegenstände wie Blumen oder Vogelfedern sowie kleine optionale Momente sollen zum genauen Absuchen anregen. Der Wiederspielwert fällt trotz New Game Plus Modus ziemlich gering aus. A Plague Tale Requiem serviert den Spielern vor allem im schwachen ersten Drittel nur mehr vom Gleichen. Mit einem ähnlichen Set an Werkzeugen wie im Vorgänger knockt man Wachen aus, vertreibt Ratten, löst simple Rätsel und erfreut sich dabei an der toll gestalteten Umgebung und dem starken Soundtrack. Das reicht dicke für eine Kaufempfehlung, lässt einen aber nicht staunend zurück. Auch das Konzept, durch immer wieder andere Charakterkonstellationen für Abwechslung zu sorgen, ist lobenswert. Beim nächsten Mal sollten die Nebenfiguren aber besser eingeführt werden und Amicia nicht ganz so viel Arbeit abnehmen. Bei aller Kritik ist es ziemlich cool, dass mit Asobo binnen relativ kurzer Zeit ein ernstzunehmender Action-Adventure-Entwickler Fuß fassen konnte. Und man darf gespannt sein, was die Franzosen als nächstes vorhaben.